Hallo, herzlich willkommen zum neuen Food Review. Wir waren heute bei Domino's, wir haben dasselbe abgeholt, das Spartnermann nämlich. Und zwar habe ich mich heute entschieden für die Fitness-Fan. Das ist eine Pizza mit Nutri-Score A. Ne? Über den Nutri-Score wisst ihr alle schon Bescheid. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was sich dahinter verbirgt. Und hier steht auf jeden Fall drin, das ist Teig, Mozzarella mit frischen Tomaten, Champignons, Paprikamix, roten Zwiebeln, Hähnchenbruststreifen. Und ja, die große kostet 7,49 und Lieferung kann man ab 12 Euro bei Domino's. Und genau, es gibt diese Woche jetzt noch einen Coupon, zahlen wir nur 3,99 ne? pro Pizza, die wir selber abholen. Das heißt, das war ultra günstig, kann ich überhaupt nicht meckern, preis-leistungsmäßig. Ich finde, die sieht auch aus wie auf dem Foto quasi. Ne? Also die auf dem Foto sind hier auf der Original-Website sind größere Paprikastücke drauf. Aber das ist ja jetzt meckern auf hohem Niveau. Ne? Die gleicht schon wirklich sehr krass dem Bild, das finde ich extrem nice. 127 Kalorien pro 100 Gramm, ja, und insgesamt soll die Pizza, das steht hier sogar auch drauf, 585 Gramm haben. Und ja, jetzt habe ich mir mal den Spaß genommen und habe hier eine Waage hingestellt, ist jetzt auch schon an und ist auf Tara eingestellt und ja, wir testen das einfach mal, ne, wenn wir wissen, wie viel das hätte wiegen sollen. 511. Warte, wir machen den Krümel hier noch vom Karton drauf. 511. Es bleibt dabei. Mit Karton sind es 578. Ja, Produktgesamtgewicht 595. Ich würde jetzt ganz nett sagen, das ist jetzt die Klassik-Variante. Vielleicht Medium oder die großen Pizzen, vielleicht wiegen die ja 595 Gramm. Ne? Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Das steht hier, also hier steht nur Produktgesamtgewicht 595 Gramm. Und ja, weiß ich jetzt leider nicht, für welche Pizzagröße das ist. Ich gehe davon aus, die größeren wiegen vielleicht wirklich so viel. Genau, dann hat es jetzt nichts gemacht mit der Waage. Aber wir wollten das auf jeden Fall mal austesten, denn ich meine, Nutri-Score A-Pizza, das ist ja schon ein Ding, ne? Man muss nur so zwei, drei Stellschrauben verändern, ja? Und schon bist du in Nutri-Score A drin und denkst, du isst irgendwas Gesundes. Aber nee, wir haben hier natürlich immer noch Pizza vor uns. Und ja, ich würde erstmal so ein bisschen Zutaten runternaschen und das einzeln probieren und dann halt mal so ein richtiges Pizzastück auch mal abbeißen und dann gibt es eine Bewertung. Mahlzeit. Mmh. Ich hatte jetzt so ein Hähnchenstück drin, das ist so ein bisschen trocken, aber also jetzt nicht komplett zäh zum Essen, ne? Also 50-50 so. Mhm. Die Paprika sind erstaunlich gut. Ich würde sogar sagen, dass es frische Paprika sind und keine TK-Paprika. Das ist geil. Ja, das finde ich richtig stark, dass hier frische Zutaten drauf sind. Auch bei der Zwiebel. Und hier ist auch so eine große Tomate drauf. Die ist auf jeden Fall auch roh. Ja. Also das ist cool. Das finde ich richtig nice. Hier sind wirklich frische Sachen drauf. Ja, das finde ich nice. So, dann beißen wir mal komplett ab. Die ist hier netterweise schon vorgeschnitten. Und ja, weil sie auch gerade esst, wünsche ich euch einen guten Appetit. Mhm. Ja, ich muss sagen, so für eine Domino's Pizza, die hat echt viel Belag drauf, ne? Mhm. Mega. Mhm. Also, ganz normale Tomatensoße auf der Pizza drauf, da drüber der Käse und da drüber erstmal Zwiebeln und dann aber auch noch Pilze, also rote Zwiebeln übrigens auch, ja. Pilze, Paprika in verschiedenen Farben und Hähnchenbrustfilet und auch nicht zu wenig, sondern richtig gut verteilt, ordentlich. Der Boden ist dünn wie immer, nicht zu meckern, wirklich. Ja, also die Pizza heißt Fitness-Fan und die haben so eine neue Kategorie bei Domino's und zwar Meat Lover heißt die. Die Pizzen da drin sehen alle sehr, sehr geil aus.
Ich verlinke euch von jemand anderes noch ein Food Review, der aus dieser Domino's-Reihe auch schon mal ein Food Review hochgeladen hat. Könnt ihr euch das auch nochmal anschauen für eine andere Pizza. Ja, auf so einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das allergeilste ist und 1 ist frisst nicht mal mein Ossock auf, kriegt diese Pizza eine richtig starke 9,5. Ich will die 10 nicht geben, aber eine 9,5 hat es auf jeden Fall verdient. Preis-Leistung ist top, also ich habe 2 Euro gespart, hätte eigentlich 2 Euro mehr gekostet mit dem Coupon. Und hier sind richtig frische Sachen drauf und der Belag ist halt auch sehr viel für eine Domino's-Pizza. Da haben wir schon ganz, ganz andere Sachen erlebt. Und ja, das ist halt richtiges Gemüse, kein TK-Gemüse und draufgeschmissen, sondern selbst geschnippelt vor Ort. Das finde ich, kann man noch positiv bewerten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos, ich freue mich drüber. Ihr könnt mir unten gerne in die Kommentare schreiben, was ich auf jeden Fall noch alles austesten sollte und mich durchlaschen sollte. Und ja, ich freue mich natürlich noch mehr. Wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!